Die Grubertaler sind heute bei uns, aber eigentlich nur einer von drei. Wo sind denn die anderen? Die anderen zwei sind heute zu Hause. Sie schicken mich da immer ein bisschen vor. Ich darf derjenige sein, der bei uns die neuen Sachen ein bisschen präsentiert. Und ich habe ja heute auch was ganz Aktuelles mit dabei. Unsere aktuelle, brandneue CD, Echt Schlager, die große Fete Volume 2. Und es freut mich, dass ich die heute ein bisschen präsentieren darf. Es war ja ganz erstaunlich, dass ihr sogar Raf Camora in den Charts überholt habt. Wie war das genau? Also vor einer Woche die große Schlagzeile, die Grubertaler überholen Raf Camora. Ja, wir waren, wie soll ich sagen, wir haben es nicht glauben können eigentlich. Wir sind ja mittlerweile seit 19 Jahren als die Grubertaler unterwegs, sind eigentlich eine typische Tanzmusikgruppe. Wir spielen auf diversen Zeltfesten, Open Airs, Bällen, auch in Diskotheken ab und zu und haben vor 19 Jahren sehr traditionell begonnen mit der Volksmusik aus dem Tiroler Land, haben uns aber in den letzten 10, 12 Jahren auch sehr der Schlager- und Partymusik angenommen und haben da in dieser Zeit eigentlich bei uns in Österreich schon einige kleine Erfolge feiern dürfen. Wir haben mittlerweile 12 goldene Schallplatten bei uns in Österreich ergattern können und eben mit dieser brandneuen CD haben wir es geschafft, in den Ö3 Top 40 Verkaufscharts auf Platz 1 einzusteigen und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl und da kann man sich nur oder muss man sich nur immer wieder bei allen bedanken, die das möglich machen. Eine Plattenfirma, Management, natürlich die ganzen Komponisten, die immer wieder die Lieder auf uns zuschneidern, zuschreiben und das Wichtigste bei allen Freunden, Fans und Gönnern, die immer wieder auf unsere Musik zurückgreifen. Jetzt war ja Corona-Pandemie vor allem für die Künstler hart, weil da ja gar nichts mehr gegangen ist. Wie habt ihr die Zeit erlebt und seid ihr schon wieder in Aufbruchstimmung? Es war sehr komisch, muss ich sagen. Es war echt ein Schlag von 100 auf 0 so circa. Wir haben es so genützt, dass wir meine neue Produktion produziert haben. Da ist die Zeit geblieben. Mein Bruder, der Michael, wo es mitspielt, hat sich seinen Traum von einem Eigenheim verwirklicht. Mit dazu zwei Ferienwohnungen kann man auch nachschauen auf unserer Homepage unter www.grubertaler.at. Ansonsten unser zweites Bandmitglied, der Reini, unser Großcousin, hat eine Landwirtschaft mit seiner Frau, die er bewirtschaftet hat, mit Pferden. Da ist natürlich auch immer Arbeit. Und ich habe auch eine Landwirtschaft, so wie es für einen Tiroler gehört, und ich bewirtschafte es mit Schafen. Und somit haben wir es schon irgendwie überstanden. Aber ich muss sagen, es ist schon an der Zeit, dass sich das jetzt wieder ein bisschen normalisiert, hoffentlich, und dass man wieder in die gewohnten Wege zurückkehren und wirklich wieder gemeinsam mit all unseren Freunden und Fans feiern können. Was habt ihr für die Zukunft geplant? Was steht jetzt am Programm? Ja, geplant ist sehr viel. Also im heurigen Jahr machen wir noch eine Kreuzfahrt, eine Musikkreuzfahrt, wie es so schön heißt. Und zwar geht es nach Dubai mit ganz tollen Musikkollegen. Unter anderem mit dabei ist der Andy Borg, Fantasy aus Deutschland, Gigi Anderson ist mit dabei und viele mehr. Und da freuen wir uns riesig drauf. Und für das nächste Jahr steht unser Jubiläum dann am Kalender, 20 Jahre Grubertaler. Natürlich zur jetzigen Zeit noch schwierig, da was Genaues zu planen, weil wir nicht wissen, wie es alles kommt mit den ganzen Vorschreibungen und so weiter. Aber wir werden zu 100% irgendwas für unsere Freunde machen und das wird natürlich auch frühzeitig dann auf unserer Homepage bekannt geben. Ihr feiert tatsächlich schon 20-jähriges Bandjubiläum. Wie geht das? Ihr schaut ja aus, als wärt ihr erst 20. Ja, danke schön für das Kompliment. Ja, als Musikant lebt man natürlich sehr gesund. Man schläft sehr viel, keinen Alkohol und natürlich keine Frauen, das Wichtigste. Nein, Spaß beiseite. Wir haben in sehr jungen Jahren begonnen zu musizieren, das stimmt, sind jetzt alle so Mitte, Ende 30, wir drei, und haben nach wie vor eine Riesenfreude an der Musik. Und das Schöne ist, das merkt man in der jetzigen Zeit, dass Musik einfach verbindet, auch einmal die Sorgen, die wir zurzeit haben, vielleicht ab und zu ein bisschen vergessen lässt. Und wir hoffen, dass, wie ich vorhin gesagt habe, wieder alles ein bisschen zum Normalzustand zurückkehrt und freuen uns schon wieder auf die nächsten Jahre. Schlager boomt im Moment unglaublich. Wie erklärst du dir diesen Boom? Warum zieht das derzeit die Massen so an? Ich finde, es ist so, man kann das selber sehr gut erleben bei diversen Festen, bei diversen Volksfesten, Zeltfesten. Genau solche Bands, die Volksmusik und Schlagermusik mit dabei haben, musizieren und umrahmen diese Veranstaltungen. Und das sind auch die Veranstaltungen, wo wirklich gefeiert wird. Also schlussendlich, glaube ich, hat schon auch diese Musikrichtung seinen Platz. Und es freut mich, dass es zurzeit wirklich, wie du richtig gesagt hast, einen echten Boom gibt, speziell von der Schlagermusik. Natürlich haben das auch große Künstler ausgemacht, wie zum Beispiel eine Helene Fischer oder unser Volksrock'n'Roller, der Andreas Cavalier, dass auch jüngere Leute wieder mit dieser Musikrichtung was anfangen können. Und
für uns ist es einfach sehr positiv. Wir haben sehr viel Spaß mit dieser Musik und werden das weiterhin haben. Und das Wichtigste, wenn man mit der Musik auch Freude weitergeben kann. Du hast jetzt schon mehrfach die Heimat erwähnt, Tirol. Ich bin ja selber auch Tirolerin. Wie erklärst du dir dieses Heimatgefühl, das besonders die Tiroler haben? Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Wer mal in Tirol war, der weiß das sowieso wahrscheinlich. Es ist einfach ein wunderschönes Land, was extrem viel zu bieten hat für mich. Also ich brauche die Berge, das ist schon mal klar. Ich bin echt das Bergeskind. Ich gehe den ganzen Winter über, wenn ich Zeit habe, Skifahren mit den Touren, Ski. Im Sommer gehe ich auch sehr gern Berg. Und es ist einfach speziell für uns Musikanten, wie ich vorhin gesagt habe, Dubai, da waren wir schon einmal auch. Wir sind auf Mallorca ab und zu, wir sind Deutschland ganz viel. Es gibt überall schöne Plätzchen, gar keine Frage, aber am schönsten ist es daheim und es ist einfach etwas, was einen erdet, wo man dann wieder ja, zu den Wurzeln zurückkehrt sozusagen. Dankeschön fürs Interview. Vielen herzlichen Dank.